schnell ich dem Kerl hier hinterherkomme. Offensichtlich ziemlich schnell. Gut, dann wird der jetzt wieder mal zu den anderen verfrachtet. Obwohl der eine schon verschwunden ist. Naja, gut. Wollen wir doch mal. Hier hatten wir eine Dose. Leeren Raum. Hier ein wenig Walölkram. Noch immer. Hey, das habe ich gehört. Upsala. Das Haus ist doch besser bewacht, als ich gedacht habe. Da unten warten eine Menge Leute. Schön. Damit hätten wir wohl diese Ebene ausgeräumt. Jetzt fehlt mir die eins weiter unten. Das schaue ich mir mal besser an. Da ist beschissen. So ein Mist. Okay. Scheiße, ich dachte, der dreht um. Okay. Schön. Puh, und noch einer. So. Bleib da liegen und penn weiter. So. Schick. Alles klar. Hier unten geht allerdings noch ein bisschen mehr ab als das, was man so im Allgemeinen sieht. Hier laufen viel mehr Wachen rum, als ich im Moment sehe. Und das Problem ist einfach, ich müsste die irgendwie ausschalten. Oder... Wie auch immer. Am besten... Ich gehe wieder hoch. Ich bin wahrscheinlich jetzt wieder vor diesem einen Eingang, wo ich am Anfang war. Oder ne, wo mehrere Wachen standen. Oder? Bin ich da? Ah, nee, doch nicht. Aha. Der Schlüssel muss hier irgendwo sein. Los. Ah, was ergibt Sinn? Oh. Okay, das ist zu. Dann will ich noch mal in meine Notizen gucken. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas... Da. Nancy. Kaugan nimmt die Welt aus ihren kirrigen Händen. Okay, ich muss eine Nancy finden. Oh, das wäre so ein schöner Falkenangriff. Okay. So ein schöner Falkenangriff. Das Problem ist nur, aus der Höhe wird mich dann ziemlich alles und jeder sehen. Obwohl das ja nicht das Kriterium ist. Wenn ich die hier beobachte, dann steht der eigentlich nur rum. Und was der hier oben macht, weiß ich nicht. Der scheint nur rumzustehen.
Das bedeutet, den könnte ich eigentlich mit einem Sturzflugangriff erledigen. Wollen wir doch mal sehen, ob das funktioniert. Und bevor ich mich jetzt hier waghalsig in die Tiefe stürze, speichere ich am besten nochmal. Von mir aus eben, nicht vom Spiel aus. Obwohl, wenn ich den hier umbringe, während der andere den Rücken zudreht, wie geht der denn jetzt lang? Verdammt. Der läuft unter meinem Balkon lang. Was ein Arsch. Da ist er doch. Kriege ich den so? Mhm. Schade, ich hätte warten müssen. Ja, ich hätte warten müssen und dann hätte ich den da gekriegt. Der andere hätte nichts mitbekommen. Jetzt ganz in Ruhe das letzte Stück, damit ich meine Mana, Magie, wie auch immer, nicht verbrauche. Und was ein Falkenangriff. Alter Schwede, da hätte ich in dem einen Spiel, wo es um Falkenangriffe geht, bestimmt... Boah, da hätte ich Punkte bekommen, das glaubst du nicht. Bei einem Sturz aus... Wow. Krass. Ja, bestimmt bald genauso viel wie der fast der zweithöchste Sturz aus dem ganzen Teil, aber... Gut. Entsorgen wir noch den Kerl. Die Frage ist nur, wohin? Ich denke mal, zwischen die Stände wird reichen. Okay. Das war jetzt suboptimal. Der hat mich total bemerkt. Da oben steht er. Und er tut nichts außer stehen. Das bedeutet, vielleicht habe ich noch die Zeit, mich hier rauf zu begeben. Dann mit einem Falkenangriff zu erledigen. Je nachdem, ob er... Geht er hier lang? Jo. So. Damit hätten wir eigentlich jetzt alle ausgeschaltet, die hier sind. Zumindest so weit, die Leute eben auf Wache rumlaufen. Es bleiben eigentlich... noch die zwei Jungs hier vorne. Sir, was gibt's? Ich wollte Ihnen nur... gratulieren. Oh, er bewegt sich. Das ist natürlich schön. Jetzt ist natürlich die Frage, wohin?
Er geht rein. Brauchen wir nicht mehr Männer, Sir? Die Hutmacher besetzen das Viertel. Wir sind die Wache, Dummkopf. Jeder von uns ist fünf von diesen Wagen wert. Vergiss das nicht. Jetzt sehen die dich auch noch an. So ein Müll. Aber sobald... der um die Ecke ist, kann ich den hier erledigen. Wunderschön. Hey, was war das? Ich hab doch was gehört. Das war auf jeden Fall ein geiler Treffer. Okay. Wenn er sagt, es war wohl nur der Wind, dann... erledigen wir dich in deiner eigenen Kabine. Toll. Mann, Betäubungspfeile und ich kann keine mehr nehmen. Okay. Gut. Knochenartefakte und Runen sind alle weg. Dann. Moment. Der Hauptmann hat den Schlüssel. Viel Glück, falls ihr brauchen solltet. Die Straße unter am Armenhaus. Okay. Das hatte sich ja schon ein bisschen verzogen gehabt vom... wie auch immer. Deswegen... Naja. Sieh dich mal um. Versuch, Timsch zu finden. Auf den Dächern in der Nähe ist Ausrüstung versteckt. Wir haben schon seit längerem einen Anschlag auf Timsch vor. Ich weiß. Die halbe Stadt will ihn tot sehen. Wir werden mit ihm etwas Geld verdienen. Wir treffen uns da vorne. Schick. Okay. Da wäre das erste Knochenartefakt, mit dem wir wieder mal glorreich vorbeigerannt wären. Aber da wir ja unser gutes Auge haben, haben wir ein Knochenartefakt und nochmal 10 Münzen. Wer ist das? Interessiert es, wer das ist? Kerl mit Maske. Die Frage ist... ach, Mann. Es ist jetzt blöd, weil ich weiß nicht, ich will den nicht unbedingt umbringen oder betäuben, wenn er mir helfen kann. Dowd, nicht wahr? Sie wären nicht in diesem Bezirk, wenn Sie nicht hinter Timsch her wären. Was wollen Sie? Rache. Timsch antun, was er mir angetan hat. Er soll alles verlieren. Opfer eines seiner eigenen Räumungsbefehle werden. Hier ist einer. Mit der gefälschten Unterschrift des Lordregenten. Bitte gehen Sie in meine alte Wohnung. Direkt neben Timschs Haus. Hier ist die Adresse. Aber von der Straße aus kommen Sie da nicht rein. Dort finden Sie mein Tagebuch mit der ganzen Wahrheit. Und allem, was Sie wissen müssen. Aber Sie sind Geschäftsmann, wie ich es einst war. Darum erwarte ich nicht, dass Sie es umsonst machen. In meiner Wohnung finden Sie ein Geldversteck. Betrachten Sie es als Vorauszahlung. Das ist doch immer erfreulich zu hören. Schlüssel des Wächters erforderlich, okay. Dann... mal sagen, machen wir uns mal hier ab. Kann man das hier? Nö. Beim Rumschnüffeln erwischt. Er verrät nicht, wie er heißt oder was er hier will. Hab ihn zur Sicherheit eingesperrt. Er kommt mir bekannt vor. Erinnert mich an jemanden, der mal mit Timsch zu tun hatte. Glaube ich zumindest. Gut, Simmons. Dann können wir ja weitermachen. Sie haben die Räumungsbefehle dabei?
Was ist die nächste Adresse? Crow's Court bei der Bramley Street. Aber da ist etwas, Sir. Da wohnen die Forresters. Ihre Kinder haben uns durch die Hintertür immer Essen zugesteckt. Ich weiß, Sir, aber...